Ich weiß nicht, bei mir ist es wirklich extrem, dass es mich aufregt. Ich meine, es ist ja ganz nützlich, wenn man Zeiten schlagen will. Ja, dann ist das natürlich saugeil. Das ist klar. Aber wenn man halt einfach Just for Fun... Du kannst nicht Just for Fun fahren. Du denkst immer, oh nein, Scheiße, Kacke. Naja. Es ist meine Meinung zu, ganz ehrlich. Aber wenn online mal richtige Leute... richtige Leute sind alles gleich. Nee, die mal richtig cool fahren, die so wie ein Hot Pursuit oder so. Da waren ja wirklich viele dabei, die gut gefahren sind, also ordentlich, so wie ich. Ich bin, habe ja auch immer da versucht, jeden Unfall zu vermeiden oder jemanden alleine nur zu rammen. Habe ich meistens sogar abgebremst, nur um jemanden nicht reinzufahren. Und das ist hier richtig geil. Ich meine gut, in Hot Pursuit, da musste man auch eigentlich nie wirklich bremsen. Du konntest jede Kurve, zack, driften und dann ist das nie passiert, aber hier ist es halt anders. Ey, wir fahren vorhin so einen richtig engen Stadtkurs. Ging von der langen Gerade dann auf eine richtig enge Kurve. Was war das denn jetzt schon wieder? Ging auf eine richtig enge Kurve zu. So, hinter mir ist einer. Ich denke schon so, ich weiß, was jetzt passiert. Ich bremse, weil ich die scheiß Kurve, ja, genau. Weil ich die scheiß Kurve bekommen will. Und wirklich, ich bremse ab. Und dann kommt er mit seinen 280 oder was man da noch drauf hat. Rammt er mir einfach hinten rein. Mich haut's voll gegen die Wand, weil ich halt automatisch dann wieder durch den Schubser beschleunige und er hat das perfekte Tempo, um die Kurve zu kommen. Und dann zieht er noch an mir vorbei und gewinnt das Rennen. Ey, der hätte ich so kotzen können. Weil ich denke, wie scheiße ist das denn, ey? Das sind lauter so kleine, ja, so Noob-Taktiken, ganz ehrlich. Ich find's so armselig und deswegen hasse ich so Sachen online. Wow, so komischen Taktiken. Das ist einfach nur billig und arm, weil sie sonst nichts drauf haben müssen, sie auf so eine Scheiße zurückgreifen. Bin ich bescheuert. Ab ins Ziel jetzt, mir wird's hier zu gefährlich. Oh Mann, ist der Wagen Schrott. Der Online-Modus wäre so geil, ey. Leute, ich sag's euch. Oh, so genial. Wenn es wirklich mit dem Connecten und alles funktionieren würde, wie in HP. Auch man kann keine eigenen Sitzungen aufmachen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Man kann wirklich nur, wenn wir könnten jetzt hier zum Beispiel kaum ein Abo-Race machen. Ich meine, gut, da kam eh immer weniger, also könnte man es eigentlich doch machen. Aber es, du kannst so drei Leute in die Sitzung einladen und dann kommt ihr halt in irgendeine Sitzung rein. Und ihr seid dann zu viert in der Gruppe. Aber man kann halt nicht so wie in Hot Pursuit sagen, ja, hier, ich lade 7 Leute an und wir machen ein Match so. Ich wähle die Klasse aus, ich wähle die Map aus, ich wähle den Modus aus und weiter. Das kannst du hier alles nicht machen und das verstehe ich gar nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Das macht doch gar keinen Sinn, das war so geil, ey. Und es hieß ja auch irgendwie in den ersten Videos so von The Run, ja, im ersten Online-Video, man kann irgendwie, ja, seine eigene Playlist machen und die dann spielen mit Freunden. Da habe ich nichts von mitbekommen. Also, du kannst weder deine eigene Playlist erstellen, du kannst, wie ich schon erzählt habe, nur die Wagen teilweise bestimmen. Was man will. Und das war's dann aber auch wieder. Also von wegen irgendwie eigene Playlist oder so, am Arsch. Finde ich schade, weil das ist echt geil, weil man fährt ja sozusagen Playlist. Du fährst immer 3 oder 4 Strecken und dann ist es immer wie so ein kleines Turnier. Das finde ich saugeil, die Idee. Ich finde das genial, dass man nicht nur eine Strecke fährt. Aber man kann halt nur einmal auch sein Auto auswählen, das ist halt auch lustig. Aber dann verkackt das wegen so vielen Bugs und... Wow. Eine Abkürzung in der Abkürzung. Okay, interessant. Ich bin jetzt einfach mal ihm nachgefahren, du blöder Hund. Ich hab grad echt keine Ahnung. Ich habe die Abkürzung noch nicht mal gesehen. Ich dachte, wo fährt er denn lang? Auf hinterher. Boah, wie er weg. Wie er wegheizt. Okay, da hat er aber zu stark gerade abgebremst. Diese Sprengladenlagen hier, geil. Okay, ich fahr einfach mal rein. Ja, gut, ist eine Abkürzung. Man weiß es ja vorher fast nie, ey.
Las Vegas gibt's auch so eine fiese, da wo ich verkackt habe, wenn ihr mein Let's Play komplett verfolgt habt. Da bin ich auch gesagt, oh cool, Abkürzung, diesmal bist du bekommen und dann auf einmal, oh, war gar keine Abkürzung. Und hier kann man so geil springen. Hier habe ich schon echt geschafft, über zwei Autos mal drüber zu springen. Oh, Alter, war das knapp. Da ist ein Auto. Oh. Er hebt irgendwie nicht so ab. Mit was bin ich denn hier letztes Mal gefahren? Mit, oh shit. Mit einem Porsche war das. Der ist so abgehoben. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber im Porsche ist man hier durchgehend geflogen. Aber das ist echt fies, ey, mit diesen Kuppen hier. Da weißt du echt. Traktor! Nein! Oh! Aber wie die Autos so rutschen, das ist schon geil. Ja, du Sau. Ach so! Oh. Super, ey. Ich bin so schlau. Aber da sieht man selbst auf leicht, man baut einen scheiß Unfall und es war noch nicht mal ein richtiger Unfall, der ging ja noch und sofort zieht derjenige an einem vorbei und ich bin so ein Vollidiot, ey, weil das finde ich auch so eine Sache, was haben sie sich denn dabei gedacht, ey, anstatt dass man jetzt nochmal zurückspult bis zum letzten Checkpoint, nein, dann, wenn du schon im Ziel bist, dann kannst du das scheiß Rennen noch gerade mal von vorne machen. Ich meine, what the hell, eigentlich habe ich gesagt, ich schneide es raus, aber ach komm, scheiß jetzt drauf. Uff, ja, das ist ja auch cool, dass ich wieder Support GT habe. Ach egal, ich behalte ihn jetzt, was soll's. Das muss so echt mal einer verstehen, was das jetzt sollte. Ich habe das gerade echt verrafft, das ist schon so das Ziel, das war die ganze Zeit so gewohnt aus Checkpoints und... Und dann, huch, da war ja was. Fahr ich jetzt wieder diese komische Abkürzung? Nee, ich fass mal gerade aus. Wir müssen ja mal die ganze Strecke zeigen. Aber hier bleibt man auf einer krassen Höchstgeschwindigkeit, denke ich mal eher. Weil hier wird man jetzt rauskommen, muss abbremsen und hier kann man jetzt einfach zack durchziehen. Boah, shit, 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 shit. Oh, da bremse ich noch ab. Die nehme ich aber, die lasse ich mir nicht nehmen, die Abkürzung hier. Hui! Ach du Kacke, ey. Oh, das Rennen hat's schon an sich in sich, ey. Mal gucken, ob der ey fliegt. Ja, er springt. Oh nein, 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 nein. Ja. Wow, Traktor. War klar. War klar. Tja, tot ist er. Ja, und so sieht man nämlich schon, wie die Länge dann vom Spiel schon länger wird, wenn man ein paar Mal verkackt. Ich würde euch gerne mal sagen, es ist so lustig, wenn man über ein Auto drüber springt. Ich hoffe, er kommt jetzt einer entgegen, aber nicht zu schnell. Boah. Du Scheiße. Ui. Boah. Oh Gott. Okay, aus der Karte will ich jetzt ehrlich gesagt nicht springen. Und drüber. Sogar über zwei. Nice one. Mit 300. Boah, die Strecke ist online so mies. Oh, hier kommt doch eh wieder einer entgegen. Nee, diesmal nicht. Okay, aber jetzt haben wir es wenigstens. So. Bam. Ding. Muss ich nur irgendwie gucken, dass ich den Wagen dann mal wieder zum Wechseln bekomme. Und ich nehme schon wieder. Ich wollte so lange gar nicht aufnehmen. Ich dachte, ich brauche so 20 Minuten. Aber auf dem zweiten Platz dann wenigstens noch gekämpft. Ja, mit den Zeiten, da muss ich mir irgendwann mal. Ich wollte letztens von jemandem eine Zeit schlagen, da kam ich mir so verarscht vor. Dann wollte ich denjenigen erst rauslöschen, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Man fängt manchmal an, ich denke, komm, ich mache jetzt die Map. Und man muss ja immer schon eine ganze Etappe machen. Und ich denke, komm, ich mache jetzt die Map und das Rennen geht los. Man kann gerade Gas geben, führt der schon 2 Sekunden. Habe ich gedacht, was, wie geht das denn? Da kam ich mir so verarscht, habe ich gedacht, nö. Ich will, wenn schon hier fair eine Zeit irgendwie schlagen können. Und nicht irgendwie, dass es schon losgeht und er führt um 2 Sekunden. Und er hat beschleunigt, man hat am Anfang dann noch gar keine Chance und die Zeit sagt jetzt schneller, schneller, schneller. Und ich hatte schon das Auto genommen, was die beste Beschleunigung hat.
Das war so unlogisch. Deswegen, also das kotzt mich echt irgendwie an. Naja, egal, Freunde. Das war es jetzt erstmal mit dieser Etappe. Dann kommt danach die 7. Ich weiß gar nicht, welche das war. Das müsste dann ja eigentlich nach Chicago dann schon reingehen. Ach Leute, wir werden sehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Autowünsche habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Dann hoffe ich, dass ich eure Wünsche da erfüllen kann. Also bis dann. Tschüss.